Erntezeit auf einem Karottenfeld bei Gundelfingen. Noch weiß Gärtner Christoph Seifried nicht, wie das Gemüse heuer gewachsen ist. Es ist heute das erste Mal, dass wir hier ernten. Und ich bin gespannt, wie die Qualität da ist. Die Qualität, sie ist entscheidend dafür, ob sich die viele Mühe das ganze Jahr über gelohnt hat. Also wir haben dieses Jahr ein sehr nasses Frühjahr gehabt. Wir konnten relativ spät erst säen. Dann war es zu trocken, er musste bewässern. Dadurch sind die Karotten zumindest gleichmäßig aufgegangen. Und keine Übergrößen, die einfach auch nicht vermarktbar sind. Gehen die Karotten in den Handel, also an Supermarktketten, dann gelten strenge Kriterien hinsichtlich der Größe oder auch der Form. Die sind einfach noch zu klein. Was man aussieht, dass die so knorrig sind, das hat eben auch mit der Trockenheit zu tun. Aber schmecken tun sie trotzdem. Schmecken sehr gut. Obwohl sie krumm sind und trocken wachsen sind, schmecken sie sehr gut. Aber das reicht nicht. Die Karotten müssen vielfältigen Anforderungen genügen. Ob sie das tun, das wird sich in der Gundelfinger Gartenbauzentrale zeigen. Dort gibt es eine große Sortieranlage. Erst geht's nach der Größe. Da werden viele von Christoph Seifried schon rausfallen. Wir sind zu klein, sind natürlich an und für sich super Snackmöhren. Schmecken auch oft am besten die Kleinen, aber die haben jetzt in unserem Fall nichts verloren. Was übrig bleibt, wird jetzt poliert. Blitzsauber gewaschen also. Auch eine Anforderung des Handels. Das Ziel, eine schöne Optik. Weiter geht's zum Videosortierer. Ebenfalls Vorschrift. Mit Kameras wird jede einzelne Karotte rundum begutachtet. Das wären jetzt so typische Karotten, die nicht marktfähig sind. Genau, hier eine doppelte, die hat einen schwarzen Fleck und einen grünen Kopf. Für alle Karotten im Verkauf gilt, sie müssen gemäß Gesetz sauber sein, frei von Schädlingen und von fremdem Geruch. Kleine Risse oder Formfehler wären sogar in Klasse 1 per Gesetz erlaubt. Aber der Handel sieht das strenger. Optik und Ästhetik spielen dort eine große Rolle. Deshalb wird aussortiert. Eine Zwillingsbox, die geht ins Futter. Genau. Wie 11,3% in dieser Charge. Ein vergleichsweise guter Wert. Manchmal sind es bis zu 40% Ausschuss. Und das hier ist das Abfallband. Ein Teil wird als Futterkarotten verkauft. Der Rest geht in die Biogasanlagen der Erzeuger oder wird auf den Feldern wieder untergepflügt als Gründünger. Guter Handel kontrolliert das natürlich sehr streng und misst es auch ab. In Zeiten, in denen der Markt gut versorgt ist, wird dann sowas auch schon mal reklamiert. Wie diese Salatköpfe. Die waren zu groß und werden jetzt untergepflügt. Zurück bei Gemüsebauer Seifried. Der kann zumindest einen kleinen Teil seiner Ernte im eigenen Hofladen vermarkten. Auch da gibt's Kriterien, aber andere. Mir ist es egal, ob die krumm sind oder nicht, weil schmecken denen sie gleich. Gerade bei den Kindern, die haben dann irgendwie eine Freude dran, sich auszudenken. Ja, die sieht jetzt aus wie ein Y oder schau mal, die küssen sich gerade. Man wissen sie, Natur ist einfach, kann man nicht in eine Norm packen, sondern die wächst halt manchmal, wie sie wächst. Für die Kunden hier zählen Geschmack und Regionalität.